Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir müssen mit Was wollt reden. Ihr? Ist jetzt Folterzeit? Tut euer Schlimmstes! Ja, setzt euch jetzt. Schön! Ihr macht mir keine Angst! Schlagt mich! Foltert mich! Ich werde euch nichts sagen! Das wollen wir sehen. So. Ich werde euch nichts erzählen! Niemals! Tut euer Schlimmstes! Ja, okay, Ja? Versuchen wir mal. Verzeiht, ich verstehe nicht. Bemerkenswert. Einverstanden, ich habe keine Wahl. Was für ein Unsinn. Ja, oh, bemerken, weder jetzt. Verzeiht, ich verstehe nicht. Ja, oh, eine tolle Geschichte. Das ist nicht korrekt. Was für ein Unsinn. Okay. Versucht nicht mich, was immer. Gute Arbeit, das ist nicht komisch. Ich verstehe dieses System eigentlich. Gute Arbeit. Erzählt nicht solch... Was immer... Das ist wirklich albern. Was immer... Versucht... Verzeiht. Gute Arbeit. Einverstanden. Ich habe keine Wahl. Geht das nach einer Zeit runter? Bemerkenswert. Versucht nicht mich... Das ist wirklich albern. Ich verstehe dieses System einfach nicht. Hört auf! Ihr macht mir Angst! Ihr braucht gar nicht... Was für ein Mies... Ich wünschte, ich könnte... Ich bin nicht beeindruckt. Und? Was für ein... Ihr seid aber wirklich süß. Ihr seid aber wirklich süß. Jetzt? Was passiert jetzt? Ajum Kajin scheint bereit zu sein, mir Informationen zu geben. Dafür werdet ihr büßen! Vielleicht versteht ihr. Vielleicht kann ich euch helfen. Ein bisschen. Okay, wie groß ist die Dunkelforstrotte? Wir sind nun mehr als 100 Mann. Wir werden jeden Tag mehr. 100? Wer ist der Anführer? Nein! Ich werde ihn nicht verraten! Ich werde euch nichts sagen! Verrate mir das Geheimnis eurer Stärke. Niemals! Lieber würde ich sterben! Gar nichts, sage ich euch! Es scheint Ajunka Kajin ist bereit, mir mehr zu sagen. Ich sollte ihn befragen. Dafür werdet ihr büßen! Ich sollte nichts mehr sagen, aber ihr habt mich so gut behandelt. Vielleicht kann ich euch trauen. Okay, wer ist der Anführer? Vergebt mir, mein Meister! Es ist Rizika! Er führt uns an! Und er wird euren Kopf bekommen! Er wird euch alle töten! Okay, verratet mir das Geheimnis eurer Stärke? Kein Wort mehr! Ich wähle den Tod! Lang lebe die Dunkelforstrotte! Runkajin hat lieber Selbstmord begangen, als das Geheimnis der Schwarzwaldrotte preiszugeben. Ich sollte für weitere Anweisungen mit Orange sprechen. Hat er Loot? Gold nehme ich. Orange? Verflucht. Er hat sich selbst umgebracht. Ja, leider. Er besaß sicher ein magisches Objekt, das wir nicht bemerkt haben. Was machen wir jetzt mit seiner Leiche? Ihr habt Informationen aus ihm herausbekommen. Das ist gut. Die können wir gebrauchen. Hier, nehmt dies. Vielleicht hilft es euch eines Tages. So, habt ihr Amulett der Befragung hinzugefügt? Habt ihr weitere Pflichten für mich? Obwohl die Informationen von dem Argonia sehr nützlich waren, brauchen wir mehr. Ich möchte, dass ihr sie unterwandert. Holt euch Informationen aus erster Hand darüber, wie sie arbeiten. Infiltrieren? Ihr müsst nach Leia Vin gehen und euch der Dunkelforstrotte anschließen. Findet das Geheimnis ihres Erfolges heraus. Ihr werdet auf euch gestellt sein. Haltet euch von mir und von all euren Brüdern aus der Kämpfergilde fern. Es wird hart werden, aber ihr schafft das schon. Viel Glück. Okay. Ich will jetzt aber erstmal ein paar Sachen verkaufen. Und es ist hell. Okay, es ist hell genug. Und wir müssen nochmal in die andere Höhle reingucken, ob die Sachen noch da sind. Oder ob die schon gedespawnt sind. Ich hoffe, die sind noch da. So, aber erstmal hier hin.
Stahl. Schönen Tag. Ich will dir mein Scheiß. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. So. 1200 hat sie maximal. Das ist ein gutes. Daran habt ihr viel. Ein Excel. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Habt Dank. Auf Wiedersehen. Mehr kann ich jetzt. Schönen Tag. Wie viel liegen wir jetzt? Gewicht? 179. Okay, kurz auf die Map. Wir müssen hier nochmal rein. Und ich hoffe, die Sachen sind noch da. Er ist auch auf jeden Fall wieder da. Ich hoffe, hier ist aber auch sonst niemand mehr. So, den will ich haben. Haben wir ihm irgendwas gegeben? Ne. Dem? Den hatten wir vergessen. Und wir sind wieder bei 20.000. Wahnsinn. Das war so viel, was wertvoll war, dass ich die hier nicht einfach liegen lassen kann. Beinschienen. Jetzt sind wir wieder überladen. Aber Beinschienen? Oh, dann fehlt uns nur noch der Helm. Okay, aber irgendwas muss ich ihm wieder geben. Warte mal, kann ich das anziehen gleich? Hier, das darf er haben. Ich glaube, das ist nicht wert genug. Und das auch nicht. Warte mal, die Schuhe, die er anhat. Die sind was wert, Mann. Nehmen die mal an mich und vielleicht kann ich. Warte, magische Gegenstände zu reparieren, muss man mindestens Waffenschmied Geselle sein. Wie weit sind wir als Waffenschmied? Okay, uns fehlt nicht mehr viel, um Geselle zu werden. So, kann ich ihm doch irgendwas Wertloses abgeben? Den Glasbogen. Habe ich sonst einen?
Nee, ich verbrauche die einfach mal. Ach, weißt du was? Nimm du die Dinger. Ah, Mist. Einen. Echt jetzt? Warte mal, Trank der Erdung, Trank der Feder, Trank der Intelligenz. Okay, wir haben jetzt so einiges. Wir haben fast eine komplette Ebenerzrüstung. Fast vollständig. Ich glaube, hier sind wir falsch. Genau, hier waren wir falsch. Fehlt jetzt wirklich nur noch der Helm. Das hier uns mal ansehen. Das eben jetzt, das hier ist eben jetzt, das hier ist eben jetzt, das hier ist eben jetzt, das ist nur noch der Helm, den wir als eben jetzt brauchen. Und wo kriegen wir einen eben jetzt Helm her? War das krass, dass wir jetzt hier aber auch direkt alles bekommen haben. Und dass wir diese Rüstung eigentlich so knallvoll hatten. Fast vollständig. Das ging wirklich relativ schnell. So. Ich hoffe, da ist noch Tag, wenn wir da ankommen. Jederzeit. Okay, wir sind aber auch sehr voll, deswegen sind wir auch jetzt gerade sehr langsam. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Moin, ich möchte dir mein... Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? So, den möchte ich dir verkaufen, den möchte ich dir verkaufen, den... Möchte ich eigentlich beide? Ja. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Oder muss ich zu einem anderen Händler gehen? Lebt wohl. Apropos, wir haben jetzt sehr viel Geld. 20.000. Können wir jetzt eigentlich hier... Wie sieht das auch mit unserem Ruf aus? Immer noch 68. Reicht das, um hier ein Haus zu kaufen? Nachrichten, Bürger. Nachrichten. Willkommen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Hoffentlich geht es euch gut. Ich werde ein Haus kaufen. Wirklich? Da steht ein sehr hübsches Haus direkt am zentralen Platz zum Verkauf. Ihr werdet in Cyrodiil kaum ein schöneres Haus zum Verkauf finden. Das stimmt leider. 8000 sagt ihr? Der Handel gilt. Es ist mir eine Freude, dass ihr nun ein Bürger von Koroll seid. Ich werde mich um die Dokumente kümmern. Hier ist euer Schlüssel. Das Haus befindet sich auf dem zentralen Platz zwischen der Statue und der Kapelle.
Der letzte Bewohner von Hainwacht hat alle Möbel mitgenommen. Ich würde euch empfehlen, bei Nordwaren und Handel einen Blick hineinzuwerfen. Der Besitzer, Sedne Eos, sollte alles haben, was ihr braucht. Lebt okay, wohl. Okay, warte, jetzt will ich mein Haus sehen. Mein Korollhaus hinzugefügt. Heimbach, das war also wirklich Heimbach. Haben wir jetzt dann in jeder Stadt ein Haus? Oder fehlt uns noch irgendwo was? Und wie viel hat das jetzt gekostet? 1 Palliator, das ist ein Heimbach, oder? Okay. Mit der Beschwörung. Da ich nun bei meinem neuen Haus in Kroll angekommen bin, sollte ich mir in Seed neues Laden, Nordwaren und Handel einige Möbelstücke dafür kaufen. Okay, das ist wahrscheinlich das Esszimmer. Hier wird wahrscheinlich Schlafzimmer sein, vermute ich. Ne, hier ist Schlafzimmer. Okay, was wird das denn da hinten für ein Zimmer sein? So, bei wem musste ich das kaufen? Wie ist das Werte befinden? Bei dem ist. Ne? Kämpfergilde, Magiergilde. Lebt wohl. Wir wohnen direkt daneben. Ich grüße euch. Wer steckt da fest? Was? Ich habe Varnus Odil. Welcher Laden ist das jetzt? Ich schalte das hier mal aktiv. Seid gegrüßt, Kaiserlicher. Habt ihr gehört, dass die Ritter der neuen Heiligen... Ah, hier haben wir einen Laden. Den habe ich nie gesehen. Bei Nordwaren und Handel gibt es nur die besten Waren zu kaufen und zu tauschen. Ich bin Sedne Eos, die Inhaberin. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich möchte erst mal gucken, hab ich noch was? Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Amulett der Befragung. Okay, ich habe jetzt selber nichts. Wenn ich das, was ihr braucht, nicht habe, könnt ihr bei den anderen Händlern in Koroll euer Glück versuchen. Bei Renoid gibt es Bücher. Feuer und Stahl führt Rüstungen und Waffen. Oh, warte mal. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Alter, das ist ja richtig teuer. Schlafzimmerbereich. Haus-Sitzbereich, Studierbereich, Suite-Bereich. Ich fange erstmal mit dem Schlafzimmer an. Ja. Da habt ihr ein Schnäppchen gemacht. Das glaube ich nicht. Das ist sehr teuer. Was hat die eigentlich sonst so? Für Besitztümer? Nichts. Küchenbereich würde ich vielleicht noch machen. Beehrt uns bald wieder. Auch ihr. So, das will ich mir jetzt noch mal ansehen. Ich bin ganz Ohr. Geht nur. Denkt ihr, das Schicksal... So, wie sieht das jetzt hier aus? Das? Das ist die Küche. Okay, wie sieht es hier im Schlafzimmer aus?
Naja, immerhin. Wie viel fehlt uns eigentlich noch für die nächste Stufe? Okay, eine Sache müssen wir noch verbessern. Dann sind wir in der nächsten Stufe. Aber es ist schön, dass wir... Wie geht es euch? Schön. In jeder Stadt oder so ein Haus haben. Bis jetzt. Eine Karte. Ihr habt die Hände eines Heilers. So, aber wir müssen Infiltration und dafür nach Lea Wien mit der Schnellreise machen und uns da anschließen. Kann, die brauchen jetzt. Darf da nicht einfach so rein? Oder? Okay, wo ist unser Haus? Wir haben hier ja auch ein Haus. Hier. Dahin. Dann gehen wir da einfach mal pennen, auch wenn das kein schönes Haus ist. Aber naja. Man kann ja nicht immer ein schönes Haus haben. Er ist schon manchmal ein bisschen gruselig. Und es regnet immer noch. Boah, ich feiere das aber wirklich, dass wir jetzt aktuell alles mit EMF haben, außer dem Helm. Jetzt ist nur die Frage, wann kriegen wir den Helm? Ihr seid's. Hi. Ihr seid der göttliche Kreuzritter. Ich bin Gel, Sergeant der Scharfschützen, Dunkelforstrotte. Hi, Gel. Wiedersehen. Ihr habt Nachrichten? Was habt ihr zu berichten? Fragen? Viele Siedler sind verschwunden und die meisten Nicht-Argonier sind in Angst geflohen. Argonien soll ein seltsamer und tückischer Ort sein. Kein Wunder, dass dort seltsame Dinge geschehen. Wiedersehen. Lebt wohl. So. Muss ich mit dir reden? Was wollt ihr? Ihr braucht Arbeit? Ja, ich möchte der Dunkelforstrotte beitreten. Ihr möchtet bei der Dunkelforstrotte mitmachen, oder? Ihr seht stark genug aus. Irgendwie scheint mir, als hätte ich schon einmal von euch gehört. Kämpfergilde, oder nicht? In letzter Zeit viel für sie gearbeitet. Ja. Weshalb wollt ihr bei uns mitmachen? Keine Aufträge bei der Gilde. Keine Arbeit? Ha, hier in Cyrodiil gibt es jede Menge Arbeit, die erledigt werden muss. Und die Dunkelforstrotte ist mehr als willens, sie zu tun. Ihr seht mir aber nicht stark genug aus. Ein wenig unerfahren auch, trotzdem. Vielleicht finden wir etwas Arbeit für euch. Ihr dürft mitmachen, für den Moment. Da ihr so wirkt, als wolltet ihr loslegen, folgt mir zum Trainingsplatz. Wir haben eine Mission, davon könnt ihr einen Teil erledigen. Einen Teil? Okay, ich bin neugierig.
Und mit dem Helm, das nervt mich ein bisschen. Hallo! Okay, hier. Okay, das ist riesig. Wie können die sich sowas leisten? Okay, wir sind eigentlich dabei, das rauszufinden, wie die das leisten können. Ihr habt eine Mission. Die Siedlung Stade hat uns damit beauftragt, einige Goblins in der Gegend zu erledigen. Anscheinend machen sie den Einheimischen Schwierigkeiten. Das sollte für euch vier aber kein Problem sein. Drei von euch sollten mittlerweile vorbereitet sein. Aber wie ihr schon seht, haben wir auch einen neuen Rekruten unter uns. Ich muss mit euch reden, Rekrut. Mit mir oder wie? Bei dieser Mission müsst ihr vorsichtig sein. Manchmal gibt es Probleme mit neuen Rekruten, weil sie unsere Methoden noch nicht so gut kennen. Nehmt dies! Es wird eure Fähigkeiten während der Schlacht verbessern. Wir benutzen es häufig. Es ist sehr, sehr praktisch. Histsaft hinzugefügt. Was ist das? Das hier? Nun, es ist ein Geschenk aus den Sümpfen von Argonien. Histsaft. Ein Geschenk aus meinem Heimatland. Die Hist beschenken uns großzügig. Sehr großzügig. Ihr schmuggelt Histsaft? Seid kein Narr! Wir sind mit einer Hist selbst zurückgekehrt. Einer schönen Hist, die die gesamte Rotte mit ihren Geschenken beglückt. Die schlauen Magier machten es möglich. Magie und Eisen. Aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Trinkt euer Geschenk und geht mit euren neuen Brüdern. Okay. Achso, warte mal. Den wollten wir anziehen. So, was macht der? Festigen Nahkampf, 6 Punkte an selbst. Andauernder Effekt, okay. Trinkt! Trinkt! Wir müssen los! Ich muss das trinken jetzt, oder wie? Los! Trinkt aus! Los geht's, Anfänger! Trinkt aus, dann machen wir uns auf den Weg. Ich hab so viel Ebenerz. Ich bin gezwungen, das jetzt wirklich zu trinken. Histsaft an selbst. Ich habe den Histsaft-Trank eingenommen und beginne mich seltsam zu fühlen. Was hat es hier verbessert? Oder hier? So, Schönen Tag! Wiedersehen. Schönen Tag. Auf Wiedersehen. Wir haben Arbeit vor uns. Wir sind in Stade angekommen, das anscheinend von Goblins überrannt wurde. Ich habe den Befehl zum Angriff gegeben. Los, was? Bewegung! Tötet die Goblins! Alle! Ihr räumt hier auf, Neuling. Schaut in die Häuser. Bewegt euch, damit wir nach Hause können. Okay. Warum greift die ihn jetzt an? Das ist kein Goblin. Ihr räumt hier auf, Neuling. Schaut in die Häuser. Das war mein... Hallo? Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt töten darf. Wie ist's gelaufen? Die Goblins, die Stade überfallen haben, wurden besiegt. Wie ist's gelaufen? Gut, endlich seid ihr wach. Ich hatte schon angefangen, mir Sorgen um euch zu machen. Was ist passiert? Das wollte ich euch sowieso fragen.
Ihr wurdet bewusstlos auf der Straße Neyavin aufgefunden. Einige eurer Gildenbrüder haben euch gefunden und zu mir gebracht. Gut zu sehen, dass einige von ihnen so denken wie wir. Was ist dort draußen passiert? Die benutzen Histsaft. Sie verwenden Histsaft? Und sie behaupten, sie hätten einen Baum nach Cyrodiil gebracht? Erstaunlich. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen der Saft auf andere Rassen als die Argonia haben könnte. Es überrascht mich nicht, dass man euch in diesem Zustand gefunden hat. Ich denke, diese Männer vertragen mittlerweile viel von dem Zeug. Ich mache mir Sorgen um Stade. Ich will, dass ihr euch zurückbegebt dorthin. Vergewissert euch, dass die Rotte die Einwohner nicht vertrieben hat. Haltet euch versteckt. Ich warte hier. Moment. Moment. Wo sind wir? Korol? Da. Wir machen dann mal eine Schnellreise hin. Die haben auch noch... Die haben meinen Verehrer hier angegriffen. Nicht wahr sein. Meine arme Vienne. Arme, süße Vienne. Welches Monster würde so etwas tun? Wie konnte das passieren? Was ist hier passiert? Ich wünschte, ich wüsste es. Sie sind alle tot. Alle. Sogar meine arme, süße Vienne. Ihr seid derjenige, der ihr geholfen hat, oder? Ihr habt ihr geholfen, meine Schulden zu begleichen. Ich habe von euch gehört. Sie hat niemandem je etwas getan. Wer könnte das getan haben? Welches Monster würde so etwas tun? Das waren nicht die Goblins. Das müssen Banditen gewesen sein. Aber weshalb? Wir haben nichts. Bitte geht. Ich muss unsere Toten begraben. Deswegen haben die hier auch nicht angegriffen, hier drinnen. Die haben nicht angegriffen. Goblins waren. Okay. Wir müssen hier weitermachen mit der Quest hier mit Hallo. Moraine müssen wir nochmal reden, die müssen das weitermachen. Die töten hier einfach Unschuldige auf Drogen. Hi. Alter, wir haben einfach ganz Stade ausgeräumt. Nun, was habt ihr in Stade gefunden? Ganze Stadt. Ich nehme an, ihr seid ziemlich enttäuscht von euch selbst. Das tut mir leid. Aber es war der Histsaft, nicht ihr.
Wir wissen nun, welche Gefahr diese Gruppe bedeutet. Und das vielleicht sogar besser, als sie es selbst wissen. Wir müssen nun entschlossen vorgehen. Ja, was hat... Ich will auch Rache. Ich verstehe, was ich zu tun habe. Der Histbaum muss zerstört werden. Dieser Baum ist die Wurzel all unserer Probleme. Er ist eine Missgeburt der Natur und muss zerstört werden. Solange die Dunkelfrostrotte den Saft verwenden kann, sind wir alle in Gefahr. Ich fürchte, die wissen gar nicht mehr, was sie tun. Ihr müsst einen Weg finden, den Histbaum zu zerstören. Ich nehme allerdings an, dass Risaka ihn gut bewachen lässt. Erwartet eine unfreundliche Begrüßung, wenn ihr bei ihrer Halle angelangt. Risaka? Er ist ein Krieger, ein schlachterprobter Söldner, der schon überall in Tamriel gedient hat. Er hält seinen wertvollen Baum sicherlich gut unter Verschluss. Ihr müsst den Schlüssel finden. Okay. Bringt es zu Ende. Ja, habe ich auch vor. Dann werden wir definitiv zu Ende bringen. Vor allem, wir haben einen Verehrer hier umgelegt. Warum haben die ihn getötet? Obwohl, ich kann es mir mittlerweile denken, die haben wahrscheinlich ihn als Goblin wahrgenommen. So. Wo muss ich hin? Nach Leavin. Okay, hier ist jetzt Tag. Wiedersehen. Frisch Stade einfach umgelegt. Ich kann nachvollziehen, wenn man ganz Sasa umlegen will. In Kingdom Come. Aber hier Stade, die waren alle nett. Und Sasa, die sind alle scheiße. In Kingdom Come da. Ihr gehört nicht länger zu uns. Spion der Kämpfergilde. Verräter. Das ist das Ende. Jetzt zeigt mir, was ihr da habt. Hey! So. Ihr werdet mich nie besiegen. Tut euer Schlimmstes. Du bist die Nächste. Bist du an der Reihe? So. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das. Hat der hier sonst noch was? Das ist. Das ist was wert? Das ist was wert? Okay, der hat Schlüssel für Jetums Zelt. Okay. Schlüssel nehmen wir mit. So, hier? Stab des Blitzes? Nee. Alter, Klingenfall Brusshanisch. Okay. Das ist über 1000 wert. Das ist über 1000 wert. Hier noch irgendwo ihn wird. Die Vanillenwurz. So. Ist nichts wert. Okay, schade. Okay, das kennen wir.
vielleicht erstmal hier anfangen. Für Jetum Says Raum, okay. Noch eine Nierenwurz. Ist hier noch jemand? Klamotten. Nehmt das! Den nehmen wir mit. Okay, jetzt können wir nach ganz oben. Ich habe die Saka getötet. Ich sollte von seiner Leiche den Kellerschlüssel holen. Das nehmen wir mit. Okay, das nehmen wir mit. So. Ich habe jetzt einen Schlüssel für den Vorratskeller, in dem sich der Hissbaum befindet. Was reparieren. Ja. Die magischen Sachen eher nicht, aber. So, gab es hier sonst noch irgendwelche Zimmer? Dieser Baum ist zu einer Perversion der Natur geworden. Er ist von fremdartigen Maschinen umringt. Wenn ich dieses Monster zerstören will, muss ich einen Weg zur Vernichtung dieser Maschinen finden. Achso, der hatte. Eben erst Claymore. Nehmen wir noch mit. Starker Trink der Absorption. Okay, der ist ordentlich wert. Shit. Als ich die Maschine zerstörte, die um den Hissbaum herumstanden, wurde auch der Hissbaum selbst zerstört. Hört zu Oren. Ihr habt alles verdorben. Warum? Ich hatte Arbeit. Ich hatte ein Zuhause. Ihr habt mir alles genommen. Dafür werde ich euch töten. Zu erwarten. Tut euer Schlimm. Mehr könnt ihr also nicht. So, was hat er hier? Hat er irgendwas Wertvolles?
Also, wenn wir den Kellereingang gehen. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, da komme ich nicht rein. So, wo waren die Händler nochmal? Hier können wir bis zu 1200, glaube ich, verkaufen, oder? Was wollt ihr? Handeln. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Der kann nur bis 800. Schönen Tag. Wer hat bis 1200 nochmal? Er hier? Gundalas, garantiert. Alles. Fast umsonst. Im Beste Waren und Garantien gibt's Verkaufsservice zu Lagerpreisen. Okay, ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Okay. So, das hier. Ein exzellentes Geschäft. So, das. Doch, den behalten wir noch. Den einen behalten wir. Ein gutes Geschäft. Den können wir maximal für 1000. Mist. Ach, 20 Nierenwurzel haben wir jetzt. Okay. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Müssen wir jetzt noch einmal kurz da rein. Da waren noch ein paar Sachen, die uns fehlen. Roskert, wir können da noch rein. Habt ihr mal eine Münze? Und eigentlich wird das Gebäude jetzt selber in Flammen stehen, oder nicht? Ja noch. Der war es nicht. Hier, das hier und das hier. Okay, kann ich nicht. Dann weg damit. Dass ich jetzt nicht da runter kann. Aber ja, mit Magier, das wäre. Also, ich glaube, das wäre so oder so passiert, früher oder später. Ist mir ein Vergnügen, fahrt fort. Ja, ich möchte dir seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Einmal den hier. Das klingt nach einem. Und den hier. Ein exzellent. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, ich würde dann jetzt nochmal nach Koroll schnell reisen. Genauso zum Südtor. Und mit Modrin reden. Mit Orain. Und mal schauen, was. Seid gegrüßt, Retter. Einen wunderschönen guten Tag.
Na, aber ganz ehrlich, haben die auch verdient, wenn die meinen Verehrer hier umlegen und eine ganze Stadt. Habt ihr eure Aufgabe bereits erledigt? Habt ihr den üblen Baum zerstört? Der Hilfsbaum ist zerstört. Gute Arbeit. Jetzt, da es den Baum nicht mehr gibt, ist die Dunkelforstrotte nicht besser als jede andere Söldnerbande. Cyrodiil ist dank euch wieder ein sicherer Ort. Ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Ich hoffe, es leistet euch gute Dienste. Ihr solltet nun wie Lena Danton erzählen, was passiert ist. Vielleicht versteht sie, worauf unsere Taten abzielten. Ich glaube, unsere Arbeit ist nun beendet. Ihr seid ein guter Soldat. Ihr habt mich stolz gemacht. Helm von Orain Baren hat's hinzugefügt. Das gehörte einem Vorfahren. Orain Birkelbad und war jahrhundertelang verloren. Man hat es erst gefunden, als Malakat fälschlicherweise annahm, meine Erblinie sei beendet. Ein Fremder aus meiner Heimat Morrowind überbrachte mir mein Erbe. Darauf könnt ihr stolz sein. Vielleicht könnt ihr mir helfen, den alten Glanz des Namens meiner Familie wiederherzustellen. Okay. Erzählt es ihr jetzt sofort. Ja, wir machen uns auf den Weg. Obwohl ich jetzt eigentlich lieber gerne rasten wollen würde und meine Punkte irgendwo hin investieren. Ist ja zum Glück nicht weit. Einen wunderschönen guten Tag. Hier? Nee, hier ist falsch. Wo muss ich Seid hin? Gegrüßt, Nord. Milena Dantons Haus, okay. Hier ist er drinne. Noch weiter oben. Milena? Was wollt ihr? Ihr habt den Befehl, mir fernzubleiben. Ich schätze, ihr wollt euren Rücktritt bekannt geben. Nein, ich... Wegen der Dunkelforstrotte. Ihr habt was getan? Ich hatte keine Ahnung, dass es so weit gekommen ist. Wie habt ihr das nur alles geschafft? Ich habe mit Modern Orain... Orain? Er wurde rausgeschmissen. Ich sollte euch noch in diesem Augenblick hinauswerfen. Aber nein, es ist nicht Orains Schuld. Ich fürchte, es ist meine. Ich liebe die Kämpfergilde und all ihre Mitglieder vielleicht zu sehr. Ich fürchte, meine Sorge um sie hat mich blind gegenüber dem gemacht, was um mich herum vorgeht. Wenn ihr und Orain nicht wärt, ich mag gar nicht daran denken. Nun müssen wir darüber sprechen, was ihr getan habt und welche Auswirkungen das Ganze auf eine mögliche Beförderung hat. Ja, wenn wir darüber schon reden, wie sieht's mit meiner Beförderung aus? Wegen eures Verhaltens erkenne ich euch hiermit den Rang eines Meisters ab. Ihr wart rücksichtslos, töricht und eine Gefahr für euch und die Gilde. Aber eure Taten waren auch mutig und nötig. Aus diesem Grund ernenne ich euch mit sofortiger Wirkung zum Meister der Kämpfergilde. Die Gilde hat mich außen vor gelassen. Ihr seid die Zukunft. Nehmt eure Verantwortung ernst. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst immer noch viele Verpflichtungen erfüllen. Jo, was für Pflichten denn? Eure erste Pflicht ist es, euren Stellvertreter zu benennen. Ich kann mir keinen besseren als Modrin Orain denken. Wenn er diese Position akzeptiert, seid ihr gut bedient. Verlasst euch mehr auf seine Weisheit und seine Erfahrung, als ich es getan habe. Viel Glück.
Okay, danke schön. Auch ihr. Ihr habt da aber eine schöne Pflanze, die ich gern. So, okay, jetzt. Gucken wir mal, ob hier auch noch eine Nierenwurz ist. Hier ist keine Nierenwurz. Okay, noch eben mit dem Ore. Ich glaube, das hat sie nicht wahrgenommen, dass wir da geklaut haben, die Nierenwurz. Wie viele haben wir? Einer noch. Eine Nierenwurz fehlt uns noch. Für Synderium. Apropos, wie sieht es eigentlich mit dem Helm aus? Das sind jetzt wir. Interessanter Helm. Modrin. Ihr seid jetzt mein Chef. Habt ihr mit Velena gesprochen? Wie hat sie reagiert? Ich bin jetzt Meister. Hat euch zum Gildenmeister gemacht? Ja. Erstaunlich, ihr habt es euch verdient, obwohl mit euch wahrscheinlich alles den Bach runtergeht. Also, was macht ihr mit eurem neuen Rang? Ja, ich mache euch zu meiner rechten Hand. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, im Ruhestand zu sein. Ihr seht, wie gut meine Malereien geworden sind. Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Zeit abgearbeitet. Andererseits muss euch jemand anleiten, dafür sorgen, dass ihr die Gilde nicht in unwiederbringliches Chaos stürzt. Dafür werde ich sorgen, Gildenmeister. Kommt einfach zu mir, wenn ihr der Gilde Verpflichtungen übertragen wollt. Ich sorge dafür, dass es erledigt wird. Okay, nice. Dann haben wir das abgeschlossen, oder? Lebt wohl. Das sind seine Malereien. Er hat ein Talent. So. Talentierter Künstler auf jeden Fall. Ah, die leuchten alle nicht mehr. Immerhin. Ich würde jetzt gerne dann einmal rasten, die Punkte verteilen. Seid gegrüßt. Und dann können wir eigentlich ab der nächsten Folge uns mal der Magiergilde widmen, oder? Wir haben. Ja, machen wir so 5 Stunden pennen, dann wie Zell. So, wo investieren wir? Schnelligkeit können wir auf jeden Fall 3 Punkte reinpacken. In Stärke würde ich nochmal was reinpacken. Konstitution könnten wir rein theoretisch 1 Punkt hineinsetzen. Können wir so oder so nur 1 Punkt. Dann wäre das auf Maximum, aber wir haben hier ja noch Bonusse. So, hier wäre Wiederherstellung. Ich würde dann hier nochmal was investieren. So, Stärke ist ja auch schon bald.
Ihr seid aufgestiegen. Stufe 18 sind wir jetzt. So, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!